Yoga Vidya ist Europas größter Yoga-Ashram, Ort für Begegnung mit Herzensmenschen, aber auch für das Finden von sich selbst. Dienen von ganzem Herzen, geben alles, was man hat, teilen mit anderen, nichts für sich selbst zu behalten. Volker Bratz weiß, wie das System funktioniert, wie man mit Yoga Geld verdienen kann. Alles, was bei Yoga Vidya passiert, soll bei Yoga Vidya bleiben. Wir wollen nicht, dass die Leute wissen, was bei uns hier intern los ist. Anfang 2023 erreicht uns ein Download-Link mit einem riesigen Datensatz. Mehr als 500.000 Nachrichten. Sie kommen aus dem Innersten des größten Yoga-Vereins in Deutschland und offenbaren die dunkle Seite hinter der Fassade von Liebe und Frieden. Volker Bretz ist der Gründer und Leiter von Yoga Vidya. Er ist jetzt auch irgendwie kein Hippie, der in irgendwelchen Schlabberhosen rumläuft oder so. Also er hat immer schon diese indische Tunika an. Ja, er wirkt einfach wie ein Unternehmer, der halt den Laden managt und Entscheidungen trifft, die halt ein Manager trifft. Volker Bretz ist einer von drei Söhnen der Unternehmerfamilie Bretz Polstermöbel. Er sagt über sich selbst, dass er so viel geerbt hat, dass er nie mehr arbeiten müsse. Auf eine gewisse Weise hatte ich ein schlechtes Gewissen, reich geboren zu sein. Zur Überraschung seiner Familie reist Volker Bretz nach dem BWL-Studium mit einem Yogameister jahrelang um die Welt. Aus Volker Bretz wird Sukadev. Der Gutes ausstrahlen will. 1992 habe ich Yoga Vidya gegründet aufgrund einer Vision. Es könnte eine Welt entstehen, die ökologischer ist, mitfühlender, friedvoller ist. Eine Welt, die nicht darauf beruht, immer mehr haben zu wollen, sondern mehr geben zu wollen. Im ostwestfälischen Bad Meinberg ist die Zentrale von Yoga Vidya. Hier leben Menschen in einer spirituellen Gemeinschaft zusammen, klosterähnlich. Sie kümmern sich um Gäste und unterrichten Yoga. Yoga Vidya hat einen Jahresumsatz im zweistelligen Millionenbereich. Das große Meditationszentrum und Seminarhaus nennt Yoga Vidya Ashram, nach indischem Vorbild. Hier leben 200 Vereinsmitglieder. Yoga Vidya nennt sie Sevakas. Der Verein zahlt ihnen für ihre Arbeit kein Gehalt, sondern ein Taschengeld. Dafür haben sie Unterkunft und Verpflegung frei. Yoga Vidya ist gemeinnützig. Dadurch spart der Verein jede Menge Steuern. Es gibt drei weitere Ashrams an der Nordsee, im Westerwald und im Allgäu. Auch hier leben und arbeiten Sevakas. Zusätzlich gibt es allein in Deutschland etwa 80 weitere Yoga-Studios, die Kurse anbieten und Yogalehrerinnen und Lehrer ausbilden, die dann wiederum unter der Flagge von Yoga Vidya unterrichten können. Jedes Jahr etwa 1000. Der Sinn ist es ja, Yoga zu verbreiten in aller Welt. Aber Yoga-Lehrerausbildung ist ja praktisch wie eine Lizenz zum Gelddrucken, kann man sagen. Der Grundgedanke, den ich dort erlebt habe, ist, wir müssen Geld reinbringen. Wie kriegen wir das hin? Und immer auch vor dem Hintergrund, dass die Mitarbeiter dazu gebracht werden, so viel wie möglich zu arbeiten, so wenig wie möglich dafür zu verlangen. Also das Thema der Verein ist das Wichtigste, die ganze Zeit vorgehalten wird. Yoga Vidya sagt, es sei nicht der Grundgedanke, bei allem Geld reinzuholen. Viele Angebote seien kostenfrei. Dazu gehören die vielen Livestreams und Videos, die Yoga Vidya online präsentiert. Sie zeigen vor allem Yoga und Meditation, weniger den Arbeitsalltag der Vereinsmitglieder. Das ist wie bei alten Klostergemeinschaften. Die Menschen, die hierher kommen, wollen ja nicht Geld verdienen, sondern wir kommen hierher,
um in einer Gemeinschaft zusammenzuleben, ohne uns zu sorgen um Verdienst oder leistungsgerechte Entlohnung, ohne Leistungszwänge, sondern wir wollen zusammen leben, zusammen praktizieren, zusammen dienen. Offiziell gibt es keine Mitarbeiter, sondern Sevakas und man bekommt eine sogenannte Vergütung, eine Taschengeldvergütung. Das waren, glaube ich, 325 oder 350 Euro, die einem frei zur Verfügung stehen. Man ist sozialversicherungspflichtig beschäftigt, muss ja nichts für Unterkunft und so bezahlen, kann an Seminaren teilnehmen. Das war ein 7-Stunden-Tag für 6 Tage die Woche und das war dann so das Leben dort. Die Arbeit wird immer mehr, die muss getan werden. Aber letztendlich ist gar nicht genug Manpower da, um das alles zu bewerkstelligen. Das führt tatsächlich dazu, dass viele Leute ausbrennen. Und man will ja auch irgendwie die Gemeinschaft mittragen. Man möchte ja helfen, weil man fühlt sich verbunden. Und dann reibt man sich selbst ganz schön auf. Yoga Vidya schreibt uns. Wir haben seit 2015 keine festen Seva-Zeiten mehr. Das wurde abgeschafft. Da geht jeder nach seinen Möglichkeiten. Jeder tut das, was er tun kann. Das, was die Vereinsmitglieder tun, soll nicht als Arbeit gelten. Ab dem Jahr 2015 mit Einführung des Mindestlohns verschwindet das Wort Arbeit nach und nach bei Yoga Vidya. Wir entdecken in den internen Mails der Führungsspitze Belege dafür, wie verschleiert werden soll, dass die Sevakas arbeiten. Eilt. Eliminieren von Internetinhalten. Bitte löscht alles, was als Arbeitszeit, Gehalt, Urlaub bei Sevakas interpretiert werden könnte. Dies muss bitte umgehend gemacht werden, denn es birgt eine potenzielle Gefahr für den Verein. Sukadev hat auf die Schnelle an den ihm aufgefallenen Stellen konkrete Taschengeld-, Arbeitszeit- und Urlaubszeithinweise auf www.yogavidya.de/Gemeinschaft rausgenommen. Bei Yoga Vidya ist es üblich, auch heute noch an 6 Tagen die Woche zu arbeiten. In der Regel sind es dann 42 Stunden. Egal, ob man dann dabei quasi von Seva oder Arbeit spricht, letztendlich ist es natürlich Arbeit. Dann hast du nämlich auch keine Zeit für Seminare oder für Fortbildungen. Dann bist du einfach nur noch am Arbeiten und es fühlt sich dann auch nur noch an wie Arbeiten. Dann gab es dann die Diskussion zum Mindestlohn, dass es sein könnte, dass Yoga Vidya Mindestlohn zahlen muss und dass es nicht geht, weil der Verein dadurch finanziell pleite gehen muss und alle Mitarbeiter dann ihr Zuhause verlieren würden. Und dann kam Volker Britz mit dem Vorschlag, dass wenn man das Religiöse mit reinbringt in die Satzung, dass man dadurch auch Vorteile hat, auch für die Zukunft, weil einfach das mehr Schutz bietet. Wer sich Yoga Vidya für Jahre anschließt, entscheidet sich bewusst für ein alternatives Lebensmodell. Hierzu gehört es, mit dem Taschengeld einverstanden zu sein. Dass damit arbeitsrechtliche Sicherheiten außer Kraft gesetzt sind, fällt erst auf bei Konflikten, im Alter oder bei Krankheit. Über einen Zeitraum von 8 Jahren hat Christian bei Yoga Vidya gelebt und im Küchenteam gearbeitet. Zum Yoga bin ich gekommen in meiner Schulzeit. Und ich finde es wichtig, dass man flexibel bleibt, auch im Alter, gelenkig bleibt und gedehnt ist. Ich tue mir Gutes damit. Am Anfang war es sehr spaßig, es war wie ein Studentencamp mit Musik, mit Sport, mit Aktivitäten. Und unter den Mitarbeitern herrschte also ein lockeres Zusammensein. Aber ich wurde dann praktisch irgendwann mal aufgefordert zu einem Vier-Augen-Gespräch, um mich mehr in die Spur zu bringen. Der Vorwurf? Christian halte sich zu wenig an die Regeln von Yoga Vidya. Dazu gehört die Teilnahme am abendlichen Gottesdienst, dem sogenannten Satsang. Als Christian dem im Ashram an der Nordsee nicht immer nachkommt, erhält er eine Abmahnung vom dortigen Leiter. Begründung? Deine fehlende Teilnahme am Satsang seit über 12 Monaten. Zu wenig Praxis in Form von Yogastunden im Ashram. Im März 2014 bin ich mit meinem Rennrad zum Ashram gefahren, zur Küchenschicht. Und da ist mein Vorderrad weggerutscht und ich bin voll mit dem Kopf auf den Asphalt geschlagen. War bewusstlos.
Und 14 Tage später hatte ich dann Bewusstseinsstörungen, dann wurde der Notarzt gerufen, dann kam ich also ins Krankenhaus, wurde notoperiert an dem gleichen Tag, hatte eine schwere Gehirnblutung und dann hat Yoga Vidya gar nicht mehr mit mir gerechnet. Und als ich im Krankenhaus war mit meiner Gehirnoperation, da war die größte Sorge, stirbt er jetzt oder ist er im Pflegefall oder nicht? Und dann durfte ich nur 4 Stunden am Anfang wieder arbeiten und dann war ich ja für den Verein auch nicht mehr nützlich. Volker Bretz schreibt später in einer internen Mail: Christian war nach seiner Hirnblutung nicht mehr in der Lage, Vollzeit Sevaka zu sein, mindestens nicht selbstständig Küchenschichten zu leiten. Christian kam öfter zu spät. Das Essen wurde nicht mehr pünktlich fertig. Es gab zu wenig Essen. Die Gäste haben sich beschwert. Christian wird vom Leiter des Nordsee-Ashrams deutlich gemacht, dass er gehen soll. Er wehrt sich juristisch und klagt. Der Arbeitsgerichtsprozess ist letzten Endes im Vergleich geendet. Insgesamt habe ich 5.000 Euro Abfindung bekommen. Volker Bretz schreibt an seinen engsten Kreis: Nach einem Vorschlag des Gerichts haben wir uns dann auf eine Zahlung von 5.000 Euro geeinigt, mit der alle Ansprüche abgegolten wurden. Das ist weniger, als Christian für seinen Anwalt zahlen muss, sodass er nach dieser Klage weniger Geld hat als vorher. So sollte der Fall Christian K. abgeschlossen sein. Die Wurzeln von Yoga Vidya liegen im indischen Rishikesh. Hier begründete vor 90 Jahren der Yogameister Shivananda den nach ihm benannten Ashram. Yoga Vidya beruft sich auf seine Tradition. Wir wollen den Alltag hier im Ashram vergleichen mit dem von Yoga Vidya. Ich bin Swami Padmanabha. Ich bin Schüler von Swami Shivananda. Stellvertretender Vorsitzender der Divine Life Society. Weil sie von Swami Shivananda gegründet wurde, heißt es hier auch Shivananda Ashram. 250 Menschen wohnen hier, auch Frauen. Gäste haben wir auch. Insgesamt sind 600 Menschen hier. Sie gehen verschiedenen spirituellen Aktivitäten nach. Sie singen und sie dienen Gott. Wissen Sie, dass es in Deutschland eine Yoga-Gesellschaft namens Yoga Vidya gibt? Ja, sie kommen hierher. Und ist Ihnen bekannt, wie die Deutschen in ihren Ashrams leben? Keine Ahnung. Wir haben hier unser eigenes Leben. Von denen weiß ich nichts. Warum für Yoga Vidya die Anlehnung an den indischen Ashram so wichtig ist, zeigen uns die internen Mails. Der drohende Mindestlohn. Volker Bretz gibt 2016 eine Recherche in Auftrag. Recherche, Arbeit betrifft Mindestlohn. Unser Argument ist, dass die Abwesenheit von Bezahlung wichtiger Bestandteil von Ashram-Leben ist. Unser Anwalt würde gerne einen Beleg finden in der Literatur, dass das Ashram-Leben in der Hindu-Tradition beinhaltet, dass man keine Bezahlung bekommt, sondern umfassende Daseinsfürsorge. Taschengeld gehört dazu. Er hätte gerne Quellen, worauf er das berufen. Einen Monat später kommt die enttäuschte Antwort, dass in den Schriften nichts gefunden wurde. So müssen wir wohl auf Inspiration und Swami Shivananda vertrauen. Wir wollen selbst den Shivananda Ashram anschauen und uns ein Bild vom Alltag hier machen. Swami Padmanabha führt uns herum. Zuerst dürfen wir uns das Mausoleum von Shivananda anschauen. Der Shivananda Ashram ist ein Mönchskloster, kein Yoga-Ashram. Gäste dürfen nach Anmeldung ein paar Tage bleiben und bekommen eine Unterbringung und kostenlos Essen. Wir möchten von Swami Padmanabha wissen, wie das Leben im deutschen Ashram von Yoga Vidya gesehen wird, das die Sevakas in der spirituellen Gemeinschaft zum Arbeiten verpflichtet.
Die Menschen im Yoga-Vidya-Ashram arbeiten an 6 Tagen in der Woche. Wir arbeiten hier nicht. Das ist das Leben hier. Alles ist Meditation. Glauben Sie, es ist sehr anders als in Deutschland, das Leben im Ashram hier? Diesen Vergleich ziehen nur Sie. Ich weiß davon nichts. Das ist jedenfalls unser Leben. Der Grund des Drehs und Interviews sollte sein, unser Leben zu zeigen. Gehen Sie bitte. So abrupt endet das Gespräch. Warum will der Swami keinen Vergleich ziehen zum deutschen Ashram? Klar ist, weder die Mönche noch andere Ashram-Bewohner hier halten zusätzlich einen großen Tagungs- und Seminarbetrieb am Laufen, wie es die Sevakas bei Yoga Vidya tun. Wir verlassen den Shivananda Ashram. Schon bald wird hier Besuch aus Deutschland erwartet. Die jährliche spirituelle Gruppenreise in den Shivananda Ashram wird von Yoga Vidya auf der Homepage beworben. Als Volker Bretz 2018 von seiner Indienreise zurückkommt, schreibt er an alle Vereinsmitglieder. Jeden Tag, egal wo in Indien ich war, kamen Menschen auf mich zu, um sich zu bedanken. Sie hatten bei Yoga Vidya eine Yogalehrerausbildung, ein Seminar besucht oder viele Internetvideos angeschaut. So viele sagten mir, dass Yoga Vidya ihrem Leben so viele wichtige Impulse gegeben hat. In Rishikesh gibt es allein 150 Ashrams und 300 Yogaschulen. Der Yoga-Boom befeuert das Geschäft von Ladenbesitzer Gopal Agarwal. Das ist aus einem einzigen Stück Stein gemacht. Dafür braucht man 1,5 bis 2 Monate. Wir beliefern alle Yoga-Center in Europa und Amerika. Wer ist denn Ihr größter Kunde in Deutschland? In Deutschland gibt es ein sehr großes Yoga-Center. Der Name ist Yoga Vidya. Die sind in Bad Meinberg und vielen Städten. Seit 20 Jahren sind die Kunden bei uns. 40.000, 30.000 Euro, das ist so die neueste Bestellung. Es ist doch so, jeder möchte gerade Yoga lernen. Und unser Premierminister Modi möchte Yoga in der ganzen Welt verbreiten. Jeder möchte doch Yoga lernen und zur Gesundheit finden. Das Ziel von Yoga Vidya ist es, zusammen mit anderen spirituellen Traditionen ein kraftvolles Lichtnetz rund um den Planeten zu errichten. Jetzt fehlt nur noch ein Gebäude, um die Vision eines Ashrams für 1008 Menschen zu verwirklichen. Das Projekt Mahameru, sogar der Volker Bretz hatte ja so seine Vision irgendwie mal gehabt, dass er über 1000 Betten in Bad Meinberg haben möchte. Und ja, da wurde dann irgendwann mal alles in Bewegung gesetzt, dieses eine Gebäude zu renovieren. Die energetische Mitte des Ashram-Geländes wird reaktiviert, um so mehr spirituelle Energie in die Welt hinauszustrahlen. Dafür will Volker Bretz die alte Lippe-Klinik von 1977 sanieren. 17 Jahre lang stand das Gebäude leer. Das Dach war undicht und die Räume feucht und schimmelig. Wir treffen einen Mann. Er ist seit vielen Jahren Vereinsmitglied bei Yoga Vidya. Er möchte mit uns reden, aber nicht erkannt werden. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Mahameru lange Zeit nicht angefasst worden ist, weil es irgendwie immer hieß, das sei einfach viel zu teuer. Unklare Schadstofflage, Schimmel und die Beseitigung, das übersteigt unser Budget. Und irgendwann kam halt Keshava und Keshava ist dafür bekannt, dass er Dinge anpacken kann und er hat es dann wohl irgendwie angepackt und dann ging das. Wenn Yoga Vidya jetzt 30 ist, dann war mindestens 25 Jahre da auch schon dabei, wenn nicht sogar länger. Da habe ich schon lange drauf gewartet. Letztendlich seit 4 Jahren sind wir an dem Projekt dran und dafür suchen wir jetzt Mithelfer. Wir haben ja so ein Mithelferprogramm, wir nennen das bei Yoga Vidya Karma Yoga. Und so kann man dann sich dort in das Projekt einbringen
Und wir haben das so konzipiert, dass man sehr viel Eigenleistung macht. Und wir haben alle Häuser bei Yoga Vidya mit sehr viel Eigenleistung gemacht. Und das wollen wir hier auch nicht verändern. Yoga Vidya beauftragt verschiedene Sachverständige, die durch das Gebäude laufen. Darunter Baubiologen und Schimmelexperten. Sie dokumentieren, was sie vorfinden. Im September 2017 wird ein wichtiges Schadstoffgutachten in Auftrag gegeben. Während Yoga Vidya noch auf Laborergebnisse wartet, startet Volker Bretz einen Aufruf. Projekt Mahamero. Zum einen gibt es die Möglichkeit zu helfen, Dinge rauszutragen und Hilfsarbeiten. Zum anderen, es gibt aber auch Menschen, die vielleicht schon größere Gebäude saniert haben. Mindestens haben schon einige gesagt, sie kennen sich damit aus. Wir können mit Hilfe der internen Mails rekonstruieren, was hinter den Kulissen passiert. Noch bevor die endgültigen Ergebnisse des Gutachtens vorliegen, schreibt der Bauleiter an Volker Bretz: Wir können sehr viel alleine mit den Kammer-Yogis bewerkstelligen und sehr viele Kosten einsparen. Kosten für Heizung und Sanitär kann gering gehalten werden, wie auch die vorschriftsmäßige Entsorgung des asbestbelasteten Materials, was wir abbauen werden. 2 Tage nach dieser Nachricht ist das endgültige Gutachten fertig. Asbestzement an den Fenstern. KMF-Deckenplatten, die aus Mineralwolle bestehen und im gesamten Gebäude vorkommen. Sie sind potenziell krebserzeugend. Es wird deutlich in diesem Gutachten erwähnt, dass es sich um schwach und festgebundenen Asbest handelt. Aber es geht nicht nur um Asbest, das ist ein Bestandteil der Maßnahme. Der Hauptbestandteil bei solchen Gebäuden ist tatsächlich die Mineralwolle. Und diese Wolle befindet sich oder befand sich über alle Etagen. Es kann durchaus sein, dass durch das hohe Einatmen von Fasern, sei es Mineralwolle als auch Asbest, es zu erheblichen Erkrankungen kommen kann. Eine Woche nach Fertigstellung des Gutachtens schreibt Volker Bretz an seine Führungsspitze. Ihr Lieben, positiv ist, dass das Gebäude keine gesundheitsgefährdende Belastung durch Schadstoffe wie ungebundener oder leicht gebundener Asbest, Mineralwolle, PCB hat. Und am selben Tag geht auf Facebook eine Nachricht raus. Einige gute Nachrichten. Es sind im Gebäude keine problematischen Schadstoffe gefunden, die in die Luft und damit in den Menschen gelangen könnten. Es wurde auf Asbest, PCB, Mineralwolle geprüft. Als die Renovierung des Gebäudes begann, da war ich selbst überrascht, dass dann viele Karma-Yogis da reingeschickt wurden, die gar nicht wissen, wie sie mit diesen Stoffen umzugehen haben, wo sie vielleicht, wo es Gefahren gibt oder so. Karma-Yoga, der Yoga des Handelns. Also tu das, was zu tun ist. Frage nicht, will ich das nicht? Frag dich nicht, ist es anstrengend, ist es nicht anstrengend? Kriege ich dadurch Gewinn oder nicht? Wie muss ich handeln, dass Menschen mich mögen, dass ich gelobt werde? Sondern überlege, was ist meine Aufgabe? Karma-Yoga, das ist ein Begriff, der sehr gedehnt wird und ich finde auch immer sehr abhängig davon, was man erreichen möchte, eingesetzt wird. Bei Yoga Vidya wird er eingesetzt, um den Mitarbeitern zu sagen, dass sie nicht arbeiten, sondern dass sie eben mit dem, was sie tun, einem höheren Ziel dienen. Das ist für Yoga Vidya Karma-Yoga. Sich mit seiner Arbeitsleistung einzubringen. Ja, der Keller ist natürlich auch eine Fundgrube für Karma-Yogis, dass man da ausräumen kann. Von den Mithelfern, also so wie die da rumgelaufen sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da jemand Sorgen um Schadstoffe gemacht hat.
Maske hat er ja unten. Da, die Fliesenkleber sind nicht untersucht. Die Heizkörper haben auch Asbest. Es ist fahrlässig, es ist eine Körperverletzung. In dem Moment, wo dieses Material, Tapeten, Teppiche entfernt werden, werden natürlich diese Sporen und der Schimmel in erheblichem Maße aufgewirbelt. Und das führt natürlich zu enormem Freisetzungspotenzial. Und das kann man gar nicht hochrechnen, wie viele Milliarden Sporen sehr wahrscheinlich dann eingeatmet wurden von den Leuten, die dort eben unsachgemäß mit falschen bzw. auch ohne Atemschutz tätig waren. Als ich meine Yoga-Ausbildung gemacht habe, war ich für ein Wochenende in Bad Meinberg. Bei Yoga Vidya gehört es dazu, dass alle Karma-Yoga machen. Irgendwann hieß es so, jetzt gehen alle auf die Baustelle Mahameru und helfen dort mit. Es gab keine Aufklärung, dass besondere Vorsichtsmaßnahmen nötig waren. Es hieß, stellt euch nicht so an. Ich war damals schwanger, deswegen habe ich das abgelehnt. Die anderen sind in Yogakleidung rein und haben Tapeten abgerissen und Teppiche rausgeholt. Es muss innen stark gerochen haben, der Schimmel an den Wänden. Alle haben sich aufgeregt, weil sie vor den Schadstoffen nicht ausreichend geschützt worden sind. Die betroffenen Yogaschülerinnen wenden sich an den Leiter ihres Yoga Vidya Studios, der an die Zentrale in Bad Meinberg schreibt. Es gab ein erschreckendes Feedback von 8 Ausbildungsteilnehmerinnen. Sie fühlten sich ausgenutzt und gesundheitlich bedroht, weil sie im Mahameru Fußbodenbeläge entfernen und andere Arbeiten verrichten mussten. Eine Teilnehmerin bekam mit, wie ein Vorarbeiter fragte, ob denn die asbestbelasteten Teile in die blaue Tüte getan worden seien und die anderen in eine andere. Das hat sie vollkommen erschreckt, weil vorher extra danach gefragt worden war, ob noch asbestbelastetes Material im Haus sei, was verneint wurde. Über Monate sind Karma-Yogis auf dem Bau mit der Sanierung beschäftigt. Daran ändern auch die weiteren Beschwerden nichts, die Volker Bretz erreichen. Heute Nachmittag war T im Büro und hat auf die schlechten Sicherheitsvorkehrungen im Mahameru aufmerksam gemacht. T selbst wurde mit völlig unzureichendem Mundschutz in den Keller geschickt, um dort die Glasfaserwolle herauszureißen. Sicherheitsbestimmungen werden vielfach heruntergespielt. So wurde zum Beispiel in keiner Weise erwähnt, dass Asbest Gefahren mit sich birgt, sondern ausschließlich darauf hingewiesen, dass es gar nicht so gefährlich sei. Und so gehen die Arbeiten im Zeitplan des Bauleiters von Yoga Vidya weiter. Volker Bretz zeigt sich stolz auf sein Projekt. Ein Architekt hat gesagt, kostet 13 Millionen Euro. Ich aber hat gesagt, kriegen wir für weniger als die Hälfte hin und dafür wird die Bank einen Kredit geben. Architekt hat gesagt, braucht er knapp 3 Jahre. Ich aber hat gesagt, in 1 bis 1,5 Jahren kriegen wir es hin. Ich hoffe, dass dort keine Gesundheitsgefahren in den nächsten Jahren entstehen bei diesen Menschen, weil diese erhebliche Gesundheitsgefährdung, die bei diesen Sanierungsmaßnahmen entstanden ist, führt in der Regel zu Krankheitssymptomen, die über Jahre mitgenommen werden. Yoga Vidya stellt es so dar. Es wurde nicht gesagt, dass es gar keine Schadstoffe gäbe, sondern nur keine, die in die Luft und damit in den Menschen gelangen könnten. An den Stellen, wo Asbest und Mineralwolle waren, wurden diese zügig professionell und unter Beachtung aller notwendigen Schutzvorkehrungen entsorgt. Yoga ist für mich eine Konstante, die mich schon sehr lange begleitet und die mich auch immer wieder wachsen lässt oder auch zurück auf die Spur holt, wenn es mal chaotisch wird. Ich war 2 Jahre im Yoga Vidya Ashram als Sevaka, also als Mitarbeiterin an der Rezeption. Es war vor Ort schön, also man war eine gute Gemeinschaft, man hatte Freunde gefunden. Es fühlt sich auch jetzt manchmal noch an, wie einfach nach Hause kommen. Ich mag den Ort, ich mag, dass man die Möglichkeit hat, so frei zu leben, so ein bisschen fernab von anderen Strukturen, von weltlichen Strukturen.
Was mich tatsächlich dazu gebracht hat zu gehen, waren die Strukturen, die sich tatsächlich verschwörungsideologisch herausgebildet haben. Da wurden auch verschiedene politische Verschwörungstheorien geteilt, dass wir irgendwie, keine Ahnung, alle nur Echsenmenschen sind. Es war einfach echt diese ganze Bandbreite, die man sich gar nicht vorstellen kann. Das, was Jasmin erlebt, können wir in den internen Mails nachlesen. Hier finden wir auch zahlreiche Belege, wie Vereinsmitglieder erfolglos versuchen, gegen rechtes Gedankengut und Verschwörungserzählungen vorzugehen. Oft scheitern sie an der Führungsspitze von Yoga Vidya. Ein Beispiel. Meine Bitte, schaut genau hin, wem hier bei uns eine Plattform geboten wird. Es gibt zwar auch hier Menschen, die teils lustigen, teils gefährlichen Verschwörungstheorien nachrennen und zum Beispiel ein Haus im Ort kaufen, um dort eine Passstelle für Reichsbürger einzurichten. Aber das ist ja noch etwas anderes, als ihnen hier bei uns im Haus eine Plattform für Veranstaltungen mit 200 Menschen zu bieten. Der Ashramleiter in Bad Meinberg geht der Sache nach und antwortet: Vielen Dank für dein genaues Hinschauen. Die bereits vereinbarten Seminartermine werden wir jetzt nicht absagen. Wenn, dann wird es in Zukunft keine Zusammenarbeit mehr geben. Sie hakt nochmal nach. Interessant finde ich, dass mir fürs genaue Hinschauen gedankt wird, dies aber anscheinend nicht ernst genommen wird. Die Erde als Scheibe, Politiker, die unter der Erde wohnen und uns von dort kontrollieren und belügen, passt das zu Yoga Vidya? 5 weitere Jahre konnte der Seminarleiter in den Gebäuden von Yoga Vidya sein Weltbild verbreiten. Doch Yoga Vidya schreibt uns: Es trifft nicht zu, dass keine Maßnahmen getroffen wurden. Die Zusammenarbeit wurde beendet, als konkrete, substanzierte Meldungen erfolgt waren. Willkommen im Seminarhaus Shanti, Veranstaltungsort, Begegnungsstätte. 10 Seminarräume. Immer ein passender Rahmen. Uns liegt Material aus dem Haus Shanti vor, entstanden im Juni 23. Auf dem Aushang an diesem Tag auch ein Angebot von P. Dieser ist kein Seminarleiter von Yoga Vidya, aber nutzt die Räumlichkeiten im Haus Shanti, um Seminare anzubieten. Seine politischen Ansichten vertritt er auf Facebook und YouTube. Diese Gesellschaft, die hier Gesetzesbrecher, die hier ohne Pass illegal die Grenze überschreiten, die werden belohnt mit Taschengeld, mit Wohnung, mit freier Krankenkasse und lebenslanger Versorgung. Macht es zumindest auch bei den Bio-Deutschen, dass er denen auch ein bisschen Taschengeld gewährt für deren Gesetzesübertritte. Vielen Dank. 2017 fallen dem Ashram-Leiter Facebook-Posts von P. auf. Er schreibt an ein weiteres Vereinsmitglied und Volker Bretz. N. bittet dich, die Facebook-Posts im Anhang anzuschauen. Diese Aussagen stehen in krassem Widerspruch zu ethischen Rechten und Pflichten. N. bittet dich, mit P. freundlich zu sprechen, aber auch deutlich zu machen, dass diese Aussagen mit den Grundwerten von Yoga Vidya nicht vereinbar sind. Im Anhang befinden sich Screenshots von P.s Facebook-Seite. Merkel ist dafür verantwortlich, dass sie dieses Pack, das sie hierher gelockt hat, schnellstmöglich wieder dahin befördert, wo es herkommt. Trotz dieser Auseinandersetzung darf P. 6 Jahre später noch immer in den Räumen von Yoga Vidya sein Seminar geben. Konfrontiert mit diesem Fall, sagt der Verein: Aktuelle Hinweise auf rechtsradikale Äußerungen von P. liegen uns nicht vor. P. ist kein Seminarleiter. In den Yoga Vidya Ashrams darf er daher keine Seminare leiten. Klug formuliert. Nicht im Ashram selbst gibt P. Kurse, aber im angeschlossenen Seminarhaus Shanti. Ich habe bei einigen Seminarleitern das Gefühl gehabt, dass nur durch die Beliebtheit und weil sie Gäste ranziehen, dass sie weiterhin Seminare geben durften. Ich weiß, dass es einen externen Seminarleiter gab, der ganz gravierend antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet hat, auch auf seinem Facebook-Profil. Aber der hatte so gut besuchte Seminare und hat sich auch aufgeführt wie eine Diva, dass er weiterhin immer geduldet wurde und auch machen durfte, was er wollte.
Vielleicht zieht es auch die Menschen an, die eigentlich eher in Richtung autoritäres Weltbild tendieren. Da habe ich schon den Wunsch gespürt, wie soll ich sagen, nach einem klareren Herrscher. Irgendwie so, ne? Das ist, was Volker Breth zum Beispiel nicht ist. Und da ist natürlich so ein Peter Fitzek, der ist ja ganz klar. Es geht ja dabei auch um dieses Königreich Deutschland. In Wittenberg liegt das vom Verfassungsschutz beobachtete Königreich Deutschland. Hierher kommen Menschen, die Peter Fitzek als ihren König bezeichnen. Auch auf einige Mitglieder von Yoga Vidya übte das Königreich offenbar eine größere Anziehungskraft aus als der Verein. Ich war bei Yoga Vidya und wollte Yogalehrer werden. Nach 2 Tagen haben sie erkannt, wer ich bin und haben sich dann bedroht gefühlt, einfach durch meine Anwesenheit, weil sie meinten, wenn wir mit Reichsbürgern in Verbindung gebracht wären, das könnte ja Probleme machen. Da habe ich mit dem Leiter des Ashrams gesprochen und gesagt, sieh das mal als Chance und begreif das mal als Chance. Denn wenn du den Ashram umstellen würdest und das mit dem Königreich zusammen machen würdest, dann würdest du im BRD-System weder Steuern zahlen müssen. Wenn das Gelände zugestiftet werden würde, dann müsstest du die ganzen Bauvorschriften, mit denen man dich jetzt gängelt, nicht mehr einhalten. Man könnte nur noch die sinnvollen Dinge übernehmen. Aber das wollte er nicht hören. Und das Beste, was mir passieren konnte, ist, dass das dort zu einem kleinen Eklat geführt hat. Und schon so schon sind die ganzen Führungskräfte von Yoga Vidya, haben das alles hinterfragt und jetzt arbeiten die alle hier. Und da freue ich mich total drüber. Das war die beste Investition, die ich machen konnte, da mich da anzumelden, sage ich mal, ja, und da mal hinzugehen. Und so habe ich jetzt beispielsweise, ja. Und so habe ich jetzt hier 5 zertifizierte Yoga-Lehrer mittlerweile, ja. In der Corona-Zeit verstärken sich die Verschwörungserzählungen. Aber Yoga Vidya hat ein weiteres Problem. In der Pandemie kommt die jahrelange Expansion des Vereins 2020 zum plötzlichen Stillstand. Ayurveda-Oase geschlossen. Hier, wo du normalerweise einen großen Plan findest mit den geplanten Yogastunden, nichts. Keine normalen Seminare mehr. Yoga Vidya braucht deine Hilfe, braucht deine Spenden. Als der ganze Ashram in Quarantäne geschickt wurde und dann wirklich keine Gäste auf dem Gelände waren, das war das erste Mal, wo ich mal für mich auch durchatmen konnte. Dann kam von Volker Breth einige Nachrichten, also jeden Tag hat er dann so eine Inspiration rausgeschickt, wo er den Menschen dann gesagt hatte, so, jetzt geht nicht bei dem Sonnenschein draußen spazieren, sondern schaut, dass ihr für den Verein hier Geld reinbringt, dass der Verein jetzt nicht während der Corona-Zeit pleite geht. Es ist auch wichtig, dass du erkennst, Trägheit ist jetzt nicht yogisch. Wenn du zum Beispiel irgendwo nachlässig bist, das ist nicht gut, das solltest du deinem Geist nicht dulden. Und es ist nicht gut, zu spät zum Seva zu kommen, es ist nicht gut, zu lange zu schlafen, es ist nicht gut, irgendwo so träge zu sein und andere für dich arbeiten zu lassen oder mehr Seva machen zu lassen. Das war mir dann einfach zu viel, dass ich gesagt habe, so, jetzt reicht's. Jetzt muss ich hier gehen, ich mache das nicht mehr mit. 8 Jahre lang hat Anja bei Yoga Vidya gelebt und gearbeitet. In den Jahren, die ich dort war, hatte sich mein soziales Umfeld komplett auf diesen Verein reduziert, sodass das automatisch ist, dass man eigentlich gar keine richtigen Kontakte mehr zu anderen Menschen außerhalb von Yoga Vidya hatte. Aber bei mir tief im Inneren wusste ich, egal wie, ich kann überall klarkommen. Das hat mir eigentlich geholfen, dass ich gesagt habe, so egal in welche Situation ich reinkomme, ich kriege das hin. Anja muss nach Yoga Vidya ganz neu anfangen. Nach den 8 Jahren Taschengeld sind auch letzte Ersparnisse aufgebraucht. Der Verein steht finanziell gut da, trotz Pandemie. Im März 2022 schreibt Volker Breth: Noch eine gute Nachricht. Die Überbrückungshilfe ist bewilligt worden. In ein paar Tagen sollte die Auszahlung erfolgen. Dann werden wir wieder den gleichen Geldbetrag auf den Konten haben, wie vor 2 Jahren. Vor dem Ausbruch der Pandemie. Anja will nicht länger hinnehmen, dass der gemeinnützige Yoga-Verein Steuern und Sozialabgaben spart, während die Sevakas durch das geringe Taschengeld um eine angemessene Altersvorsorge gebracht werden. Yoga Vidya bestreitet, dass Anja Vollzeit gearbeitet hat.
Es seien lediglich 20 Stunden pro Woche gewesen. Trotz mehrerer Klagen von Sevakas ist bisher noch kein Yoga-Vidya-Fall bis zum Bundesarbeitsgericht gekommen. Urteilsverkündung. Damit steht fest, dass die Klägerin auf vertraglicher Grundlage weder als Vereinsmitglied noch als Mitglied einer religiösen oder weltanschaulichen Gemeinschaft, sondern als Arbeitnehmerin Sewa-Dienste geleistet hat. Als Arbeitnehmerin kann sie dem Grunde nach den gesetzlichen Mindestlohn beanspruchen. Ja, ich freue mich irrsinnig. Ich hatte zwischendurch wirklich noch Zweifel gehabt, aber ich bin so froh, dass jetzt endlich das Urteil da ist und dass das Gericht eigentlich voll mitgegangen ist. Es würde jetzt für Yoga Vidya einfach bedeuten, dass sie sich jetzt an Recht und Gesetz halten dürfen, dass sie wissen, dass sie da nicht einfach außerhalb des Gesetzes stehen und sich die Regeln so hinbiegen können, wie sie es wollen, sondern dass sie einfach sehen, das Gesetz ist auch für sie anwendbar. Ein Gericht hat geurteilt, Yoga Vidya hätte nichts mit Religion und Weltanschauung zu tun und hier würden keine Spiritualität praktiziert. Gut, und das hat bestimmte Auswirkungen auf steuerlicher, sozialversicherungsrechtlicher und arbeitsrechtlicher Natur. Ich glaube, das hat man so auch nicht erwartet, dass die diesen Prozess gewinnt. Und jetzt geht es ja ganz gezielt dahin, wir sind eine Religion und intern wird auch das so ausgegeben, als seien wir das ja schon immer gewesen. Also seitdem gibt es halt nochmal so einen richtigen Schwung in Richtung, wir müssen zusehen, dass wir jetzt eine öffentlich anerkannte Religion werden, dass Yoga wieder nicht dem Arbeitsrecht unterlegen ist. Die Anerkennung als Religionsgemeinschaft würde Yoga Vidya finanzielle Vorteile bringen. Der Verein will Licht und Frieden in die Welt tragen. Ein Datensatz aus dem Innersten hat seine Schattenseiten offengelegt. Tolerierung von Verschwörungserzählungen, Druck, Abhängigkeit. Deutschlands größter Yoga-Anbieter will seine Marktmacht behalten und hat sich immer wieder Strukturen geschaffen, die das möglich machen. Und bei all dem beruft sich Yoga Vidya auf die indischen Traditionen. Yoga is not about religion. Yoga hat nichts mit Religion zu tun. Yoga ist die Verbindung von Körper, Geist und Seele, das höhere Bewusstsein. Wir verbinden uns mit dem Universum. Das bedeutet Yoga, Verbindung. Du kannst Yoga nicht jemandem aufzwingen. Wenn ich dir aufdrücke, tu dies, tu das, bist du dann glücklich? Die ganze Zeit nur Druck? Damit wirst du doch innerlich nicht glücklich. Das nutzt niemandem. Es ist eine Verschwendung von Energie und Zeit. Für alle Seiten. Okay. Auch diese kleine Schule heißt Yoga Vidya. In dem Fall reiner Zufall.